Die G-Dur-Tonleiter auf dem Klavier lernst du in diesem Video, aber nicht so, sondern so. Direkt nach dem Intro. Willkommen zurück. Ich bin der René von Reen Music und du ahnst es bereits, hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik. Sollte das dein erstes Mal hier sein, abonniere den Kanal und schalte die Glocke ein, damit du keins der Videos mehr verpasst. Heute geht es um die G-Dur-Tonleiter und zwar im Gewand der Filmmusik. Aber dazu erstmal zu den Fakten und dazu die Noten der G-Dur-Tonleiter bestehen aus dem G, dem A, dem H, dem C, dem D, dem E, dem Fis und wieder G. Also nochmal, G, A, H, C, D, E, Fis und dann wieder G. Ja, und weil wir heute das Thema Filmmusik haben, hier natürlich ein Beispiel aus der Filmmusik. Kennt man natürlich. Beispiel. Das sind einfach ein paar Akkorde in G-Dur aus dem Film natürlich Forrest Gump, einer meiner Lieblingsfilme, unglaubliche Melodie, G-Dur. Eine weitere Möglichkeit, die G-Dur-Tonleiter zu üben, habe ich jetzt vorbereitet. Der Kielan hatte die Idee, das im Hans-Zimmer-Style zu machen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, diesmal nicht in Ableton, sondern in Logic Pro X. Ich produziere eigentlich auch in Logic. Und so klingt das. 2, 3, 4. Ja, das war die G-Dur-Tonleiter im Gewand der Filmmusik als ganz, ganz kleines Beispiel. Wie schon vorher gesagt, es wird die ganzen Files ziemlich bald auf der Webseite geben, dass ihr das runterladen könnt als Audio-Files und auch als Logic-Files oder Ableton-Files, sodass jeder zu Hause damit ein bisschen rumspielen kann und sich davon inspirieren lassen kann, hoffentlich, und ja, einfach damit üben kann. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, abonniert den Kanal, teilt das Video, falls es irgendjemand helfen könnte, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.